Herzlich willkommen zum Aufbruch Gold-Rot-Schwarz. Ja, so. So läuft's. Ja, es trudeln immer noch Leute ein. Aber wir haben straffes Programm heute. Wir müssen sehr vieles durchschieben. Ja, wir haben ganz viele schöne, tolle Vorträge. Einen haben wir leider nicht. Das ist Charlotte Gilman über das männliche und weibliche Prinzip. Ja, stimmt mich ganz schön traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir gerade diesen Beitrag heute nicht haben, weil ich halte ihn für den wichtigsten Beitrag für die ganze Bewegung und für die ganze neue Zeit, in die wir gehen. Ja, und ich möchte euch bitten, euch vielleicht so ein bisschen energetisch damit zu verbinden und mal euch zu fragen, was ist eigentlich männlich und was ist eigentlich weiblich, ganz unabhängig davon, welches Geschlecht wir sind. Einfach mal gucken, welche verschiedenen Energieschwingungen wir haben. So, und ich habe eine schöne Übung aus dem Schamanischen dazu. Das ist irgendwie, die weibliche Energie ist eher so, die Energie halten und empfangen. Und die männliche Energie, die geht nach vorne. Ja. Und wenn wir jetzt hier auf diesem Planeten ganz viele männliche Frauen wie Männer haben, die vor allen Dingen diese Energie haben, dann endet das ganz schnell im Kampf. Und die anderen, die hinten die Energie halten und empfangen, die sind aber oftmals gar nicht so zu sehen da vorne. Und da, wo wir hinwollen, ist eigentlich ein Zusammenspiel dessen. Dass wenn der Joe anfängt, nach vorne zu rennen, dass ich dann... Das mache ich gar nicht. Aber umgekehrt. Okay, dann komme ich zu dir. Ja. Ja. Und, was machst du? Wie reagierst du? Danke für die Überleitung. Thema Angst. Aber gleich das nächste. Thema Angst ist zum Beispiel... Entschuldigung. Ja? Wir hatten gerade letztes Mal... Ja. Was jetzt? Wer läuft noch? Wer läuft noch? Ich bin nicht zu laut. Ist okay so? Wir hatten letztes Mal auf der Konferenz bei Recht und Sicherheit viel Angst, was hochgekommen ist. Und es ist leider, leider nicht angekündigt worden in der Rundmail. Vielleicht auch zu viel vorpreschende männliche Energie und zu wenig Blickwinkel für den inneren Prozess, auch bei uns hier. Das ist das Wichtige, dass wir diese Ängste, die wir haben, dass wir denen begegnen und dass wir anfangen, diese Ängste aufzulösen und zu transformieren. Und ich bin ganz, ganz dankbar. Morgen Nachmittag wird hier Lüder Blume sein, der mit diesem Thema arbeiten wird mit euch. Wer dazu bereit ist und wer das möchte, der wird einen Workshop anbieten. So. Gut, lass mal kurz durchgehen, was wir heute alles vorhaben. Ne, volles Programm, wir hecheln mal eben durch. Ja, also wir haben Vorträge, da steht da hinten auch dran, über Agnihotra. Dann haben wir für Charlotte Gilman, irgendwie ist heute eingesprungen, die Union der Menschlichkeit. Schönen Dank, dass wir euch hier haben. Das ist ganz spontan entstanden. Der Jakob Hinrich über die solidarische Landwirtschaft, den ich allerdings noch nicht gesehen habe. Jens Becker über Service Netzwerk, Versorgung und Logistik. Josef Barth über die Freien Wähler. Und Heinrich Fischer, nochmal eine Ergänzung und Zusatzweiterentwicklung über OPPT. Für heute Nachmittag möchte ich auch ankündigen, haben wir die Eleonore, die angeboten hat, für alle, die gerade zu viel im Kopf sind, zwischendurch eine Auszeit brauchen, ein bisschen Bewegung und Entspannung zu machen. Dann wollen wir ein paar Arbeitsgruppen bilden, natürlich sowieso, aber wir wollen einmal, wir haben ja Regionalgruppen, da machen wir glaube ich auch, ja, dass wir eine Arbeitsgruppe Regionalgruppen bilden und wir wollen ein Projekt machen, nämlich es gibt ein Video im Internet, das die Spanier an uns Deutsche gerichtet haben, wo sie uns eigentlich so ein bisschen sagen, ja, was die deutsche Politik macht, das macht es uns auch nicht leicht, ist ja auch richtig, dass wir darauf antworten und vielleicht hier die Möglichkeit haben, ein Antwortvideo zu schaffen. Wir haben schon ein paar Texte vorbereitet, der Michael Vogt und ich. Michael kommt morgen.
Aber wir wollten da auch eine Arbeitsgruppe machen. Wer da Lust hat, ein Antwortvideo, einfach zu überlegen, was muss da unbedingt rein, wie bringt man das kurz und prägnant rüber. Wäre auch schön, wenn sich da Leute dran beteiligen. Und da möchten wir vor allen Dingen die ansprechen, die heute hier wegen Kunst und Kreativität sind. Die dürfen sich da nämlich gleich ganz ausleben. Und wir freuen uns über die Ideen, die er damit reinbringt. Aber jeder ist kreativ. Das ist, haben wir nur vergessen. Ja, dann fangen wir an mit einer schönen Meditation. Oder einer kleinen Einstimmung. Und vor allen Dingen vielleicht genau das heißt, es sind viele Themen für Außenregierung, Politik, Außenpolitik, viel mit Verbindung zu anderen Menschen, Kontakt zu anderen Menschen und wo fängt es an? Bei uns selber. Und das ist immer wieder unsere Erfahrung, das ist das Schwierigste, die Beziehung zu uns selbst und die Schau nach innen und erst dann den Schritt nach draußen. Deswegen möchte ich jetzt meinen Mann Stefan Becker auf die Bühne bitten, der dazu auch noch ein bisschen was sagen möchte. Und ich möchte mich ganz kurz in der Zwischenzeit bedanken, dass ihr alle da seid, weil es ist wirklich wunderbar, was hier passiert, auch wenn viele Unkenrufe da sind, aber ich finde das wunderbar, dass ihr immer wieder kommt, was wir hier erreichen und langsam aufbauen, was natürlich ein Prozess ist für uns alle. So, danke. Könnt ihr nochmal die Augen schließen? Ihr könnt auch die Augen offen lassen. Man kann auch mit offenen Augen Achtsamkeit üben. Manchmal ist es noch schneller, wenn wir die Augen schließen, weil die äußeren Reize weg sind. Und spürt auch mal wieder euren Atem. Welche Kraft euer Atem hat. Der Atem ist die Verbindung zwischen allen Dimensionen, in denen wir uns befinden können. Schnittstelle, der Link zu jeder Webseite in uns. Vielleicht noch viele Gedanken habt, die Stress von der Fahrt oder anderes haben, sagt mal zu euch selber, ich bin angekommen in mir. Könnt ihr, braucht ihr nicht laut machen. Dann guckt einfach mal, was für ein Echo kommt. Da kommen wahrscheinlich auch Stimmen, die sagen, nee, stimmt noch nicht, ich bräuchte noch dies, ich bräuchte noch das. Und akzeptiert das auch mal, dass das da ist. Weil ich habe jetzt für die Innenschau auch noch was anderes vor, und zwar möchte ich mich outen. Und es gibt, wie in allen von uns, gibt es einen inneren Kritiker in mir, und den kriege ich auch im Außen wiedergespiegelt durch andere Kritiker im Netz und auf anderen Wegen. Und ich möchte sagen, ich bin ein Unternehmer. Jetzt sagen viele Esoteriker, in Anführungsstrichen, ein Unternehmer, der will nur Geld verdienen. Ich oute mich auch und sage, ja, ich kaufe meine Brötchen morgens mit Euros. Und meine Mitarbeiter bekommen auch Euros. Die essen sie nicht, sondern damit kaufen sie auch ihr Essen. Und auch wenn ich hier stehe und sage, ich möchte andere Strukturen, ich möchte andere systemische Strukturen anstreben, ist es doch gleichzeitig, dass ich es akzeptiere, dass wir da noch nicht sind. Dass es langsamer hingehen kann, sowohl mit unserem inneren Bewusstsein als auch mit unserem äußeren.
Und ich möchte dazu anregen, das als Prozess zu sehen, als inneren Prozess und als äußeren Prozess. Und das auch an die Kritiker im Außen und auch bei mir hin, mir deutlich zu machen, ich bin auf dem Weg. Und ja, ich brauche Geld, um zu überleben. Und ich finde das auch nichts Schlimmes. Und ja, ich bin spirituell. Das ist manchmal so ein großer Widerstand in mir gewesen, zu sagen, ich brauche Geld, ich bin spirituell, kriege ich nicht zusammen. Und ich möchte alle Unternehmer auch unterstützen, zu sagen, ihr dürft spirituell sein und auch Geld verdienen wollen. Und wenn es nachher etwas anderes gibt, dann können wir in einem anderen System leben. Und momentan sind wir in einem Übergang. Und ich möchte diesen Übergang genießen und ich möchte ihn auch essend genießen können und alle anderen Vorzüge haben können. Und in diesem Sinne kann ich auch ganz offiziell sagen, wir verkaufen auch CDs. Wir sind Unternehmer in Richtung Gesundheitsprävention. Wir verkaufen DVDs. Und ich habe noch eine Bitte bekommen. Es gibt ganz viele Ideen auch von anderen Unternehmern. Und die eine Idee ist, die deutsch-französische Freundschaft jährt sich zum 50. Jahrestag. Und diesen Missstand zwischen der Freundschaft sozusagen darauf aufmerksam zu machen, zu überlegen, wie kann man das bewusst machen und wie kann man diese Freundschaft wieder stärken, das ist die eine Idee. Und die andere Idee, die ich auch sehr toll finde, ist, an das Finanzamt, das ja im Endeffekt, die wir ja beschenken mit unseren Steuern, dass wir einen Tag aussuchen, wo wir alle eine Urkunde anfordern für die Spendenurkunde an die Steuern, die wir bezahlen. Und wenn wir das alles am gleichen Tag machen, dann wird es viele Finanzbeamte geben, die vielleicht doch irgendwie mal gucken, was denn das so auf sich hat. Und wenn ihr das unterstützen wollt, dann gibt es da hinten einen Tisch, die Dame hat auch CDs zu verkaufen, die möchte auch von irgendwas leben und über die Euro, aber die hat da quasi die Unterstützung, die braucht Unterstützung, das sind ihre Ideen, die hat aber noch nicht die Umsetzung, die möchte sich vernetzen mit Menschen, die das unterstützen können, die vielleicht rechtlich aufgeklärt sind, was man dem Finanzamt schreiben kann, nach welchen Paragraphen das funktioniert, und so wird aus einem ein Puzzle ein Ganzes, und mit diesem Ganzen können wir den Übergang kreieren. Und ich sage nur noch mal allen Unternehmern, ich freue euch, wenn ihr auch profitorientiert seid, weil so viel mehr Mitarbeiter können wir insgesamt in den Übergang mitnehmen und gleichzeitig auch, wenn ihr andere spirituelle Ziele habt. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann möchte ich jetzt Bernd Frank begrüßen, der möchte uns etwas erzählen über Agnihotra. Das ist entstanden aus dem Schock, der hier spürbar war auf der letzten Konferenz, als es um unsere Umwelt und unsere Landwirtschaft ging. Und der Bernd Frank möchte uns aufzeigen, wie wir da die Probleme, die dort sind, lösen können, und zwar von einer ganz anderen Ebene aus. Herzlich willkommen. Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Es freut mich, dass ich heute hier sein darf. Es hat sich, ich sage jetzt mal so, ergeben, aufgrund von Freunden von mir, die auch schon hier waren, auch in Kontakt sind mit den beiden, die gerade gesprochen haben. Mein Name ist Bernd Frank, ich bin vom Homerhof Heiligenberg, einem Umweltschutzprojekt, das seit 25 Jahren existiert. Also wir feiern auch in diesem Jahr ein sogenanntes Jubiläum. Wir sind das Europäische Zentrum zur Förderung von Agnihotra, einer Feuertechnik, wo wir sagen, das ist das, was die Erde momentan braucht, um sich zu regenerieren. Ich werde heute ein bisschen in der PowerPoint in diesen 45 Minuten Ihnen zeigen, wie die Entstehungsphase von unserem Hof war. Einige von Ihnen, die ich hier gesehen habe, die waren schon am Hof, auch Josef, der hier am Computer sitzt, am Laptop. Und um den Hintergrund ein bisschen zu verstehen, um was es da genau geht, werde ich noch ein bisschen über die Veden erzählen, wo das ganze Wissen herkommt. Und für diejenigen, die sagen, mich interessiert es etwas näher, wie kann ich diese Technik lernen, wie kann ich die zu Hause in meinem Alltag umsetzen,
Ich brauche dazu auch keinen Garten oder keine Landwirtschaft, weil die Umwelt, die uns umgibt, die Luft, die wir atmen, das Wasser, was wir trinken, sollten wir auch möglichst reinhalten, so gut wie möglich. Und diese Technik kann man in 25 bis 30 Minuten erlernen. Da wäre ich heute Mittag ab 15 Uhr irgendwo in einer Ecke. Und wen es interessiert, heute Abend ist Sonnenuntergang hier in Alsfeld um ungefähr 20.42 Uhr. Das wäre dann eine energetische Resonanz mit dieser Feuertechnik und mit den Energiestrahlen, die von der Sonne kommen, quasi hier in Alsfeld in Kooperation zu gehen. Gut. Okay, gut. Okay, dann gehen wir gerade zurück. Okay, super. Dankeschön. Noch eins zurück? Ja. Okay, hier ist es. Okay, prima. Okay, also Agnihotra ist ein Sanskritwort, bedeutet so viel wie Agni ist das Feuer, Hotra ist das Opfer. Wir finden in ganz alten Schriften, zum Beispiel unter anderem auch in der Bibel, bei Daniel Kapitel 8, Vers 26, dort ist schon beschrieben, dass die Schauung oder die Vision der Abend- und Morgenopfer sich eines Tages bewahrheiten wird. Wir haben aber auch in ganz alten Schriften, die älter sind als die Bibeltexte, zum Beispiel in den Sanskrit-Schriften, auch das Ayurveda, was vielleicht einigen von Ihnen bekannt ist, haben wir Hinweise auf die heutige Zeit, die dort beschrieben wird als das sogenannte Kalki-Zeitalter, also eine Zeit, die geprägt sein wird von der sogenannten Umweltverschmutzung, weil Kalki in Sanskrit bedeutet Verschmutzung. In diesen Schriften wird darauf hingewiesen, dass eine Zeit kommen wird, die so geprägt sein wird, wie sie momentan aussieht. Die ganze Erde befindet sich in einem ökologischen Ungleichgewicht. Wir finden immer wieder in den Nachrichten oder hören im Radio irgendwelche Dürrekatastrophen, irgendwelche Überschwemmungen, die zu Unzeiten gekommen sind, weil eben die Erde als solches, ich sage jetzt mal, überfordert ist. Sie kommt mit diesem Stress, den sie erleidet, einfach nicht mehr nach. Die ganze Ausbeutung, die Verschmutzung, die in den letzten 100 Jahren stattgefunden hat, ist für die Erde wie ein Erbrechen, sage ich mal. Die Erde ist, oder kann man sehen, wie ein lebendiger Organismus mit einem Herzschlag, mit einem Puls. Und in diesen alten Wesenschriften sind diese Zustände, wie wir sie heute erleben, alle beschrieben. Dort ist auch beschrieben worden, dass es zu erhöhter Radioaktivität kommt, dass das Ozonloch dünner wird, dass entsprechende UV-Strahlung uns hier auf der Erde mit begleiten wird. Wir haben jetzt hier auch eine Ecke über sauberer Himmel. Es geht auch um die Chemtrail-Sprühungen, die uns über Barium, Aluminium und sonstige Stoffe quasi in unserer Gesundheit gefährden. Und nicht nur wir Menschen, sondern auch die Pflanzen und die Tiere und eben das ganze Ökosystem. In diesen alten vedischen Schriften, also wird dieses Agnihotra, diese Feuerzeremonie beschrieben, wie wir uns helfen können, um gegen dieses Ungleichgewicht der Natur, was uns täglich irgendwo begleitet, mit einer kleinen Zeremonie bei Sonnenauf- und Untergang entgegenzuwirken. Ja, die Veden sind in Sanskrit geschrieben. In den Veden selber wird gesagt, dass die Veden zur Zeit der Schöpfung gegeben worden sind. Und in den Veden befinden sich sehr viele Wissenschaftszweige, die wir einteilen können, unter anderem in Bioenergie, Biogenetik, Medizin, Psychotherapie, da ist auch ein Bereich der Landwirtschaft mit drin, der Klimatechnik, natürlich wird auch Physik, Mathematik, Astronomie, Astrologie dort genauso angesprochen. Und es wird spezifisch auf die Bedingungen, dass wir in Frieden, Harmonie und Wohlergehen leben können auf diesem Planeten, wird eine Zeremonie beschrieben, die bei Sonnenauf- und Untergang durchgeführt wird. Quasi dieses Agnihotra. Horst Heigl, hier mit Frau Birgit Heigl. Horst Heigl war der erste Deutsche, der 1974 schon von dieser Feuertechnik Agnihotra von einem Sanskrit-Gelehrten erfahren hat. Und die Idee war dann eines Tages, Horst Heigl war der erste Meditation- und Yogalehrer im süddeutschen Raum. Er hatte damals so in mehreren Städten so rund um den Bodensee, Allgäu bis runter in den Schwarzwald Meditationskurse und Yogakurse gegeben und hat dann diesen Menschen von dieser Agnihotra-Feuertechnik damals erzählt.
Und da kamen so 60 bis 100 Personen zusammen. Und die Idee war, auf einem kleinen Grundstück oder Garten oder Landwirtschaftsstück quasi diese Technik anzuwenden, um zu zeigen, welche Auswirkungen diese Feuertechnik auf die Entwicklung des Gemüses und des Obst- und Getreideanbaus hat. Das war die Idee schon so Anfang der 80er Jahre. 1988 stand dann ein Gelände bei Heiligenberg am Bodensee zur Verfügung. Man muss dazu sagen, die damaligen Nachbarn und auch der Vorbesitzer hatte uns gesagt, dass die Böden weitgehend ausgelaugt sind und die Bedingungen auf 740 Meter Höhe mit Gemüseanbau anzufangen waren ein bisschen so, naja, die Truppe wird im halben Jahr wahrscheinlich wieder von der Bildfläche verschwinden. Und wir hatten uns ja auch angemeldet beim Landwirtschaftsamt und bei bestimmten Ministerien, weil wir ein sogenanntes Umweltschutzprojekt durchführen möchten. Und wir haben von mehreren Seiten so prognostiziert bekommen, naja, in einem Jahr seid ihr alle wieder weg. 25 Jahre existiert dieses Projekt und wir machen weiter. Und ich bin dankbar, Joe Conrad, möchte ich noch dazu sagen, wir hatten das erste Interview auch schon mal auf Secret TV mit Jan van Hensig vor ungefähr knapp 7 Jahren. Da hatte ich diese Feuertechnik damals auf Secret TV vorstellen können. Ich werde es heute noch ein bisschen erweitern mit dem Wissen, was dazu kam. Ja, am Homerhof Heiligenberg sieht es in den nächsten Tagen so aus wie auf diesem Bild. Der Frühling, kann man sagen, ist ein bisschen hinten dran, ist so nachgerückt. Homer bedeutet in der Sanskrit-Sprache so viel wie ist ein Überbegriff, ein Sammelbegriff für vedische Feuertechniken zur Reduzierung toxischer Stoffe in der Atmosphäre und natürlich auch zur Reduzierung dieser Stoffe, die sich dann im Boden und im Wasser befinden. Wir am Homerhof haben jetzt seit gut 25 Jahren aktive Arbeit, soweit betrieben, auch Pressearbeit. Wir haben das Jahr über so zwischen 8 bis 12 Infoveranstaltungen. Die sind bei uns am Hof immer kostenlos. Wir haben auch in diesem Jahr am 13. Juli ein sogenanntes Sommertreffen. Ist eine Aufnahme vom letzten Jahr. Da kamen so um die 180 Besucher, auch aus Österreich und der Schweiz. Und ich denke, dass wir in diesem Jahr einige Besucher mehr erwarten. Dieses Treffen dient auch zum Austausch von Personen, die diese Feuertechnik schon durchführen. Und natürlich zur Erweiterung, um noch ein bisschen mehr über das Hintergrundwissen zu erfahren. Was immer auch mit dazugehört, ist eine sogenannte Feldführung, da wir die Homa-Technik anwenden in dieser Landwirtschaft. Das heißt, wir verwenden für die Düngung in erster Linie diese Feuertechnik und die daraus resultierende Asche. Das sind unsere zwei Hauptdünger, wobei natürlich mal Brennnessel, Jauche, Gemisch oder sowas, Gesteinsmehl kommt auch mal mit dazu. Aber in erster Linie zeigen wir, dass es möglich ist, mit diesem Homa-Verfahren eine gute Lebensmittelqualität zu erzeugen. Und das geht so weit, dass wir natürlich auch entsprechend in den ersten Jahren ganz gigantisch großes Gemüse hatten, was uns keiner abgenommen hat, dass das unter ökologisch-biologischen Bedingungen groß geworden ist. Was benötigt wird für die Feuertechnik, ich habe diese Materialien auch mit dabei, wenn jemand sagt, ich möchte es gerne lernen. In den vedischen Schriften wird beschrieben, dass die Anwendung ein Kupferpyramidenstumpf von einer bestimmten Größe sein soll, getrockneter Kudung, ausgelassene Butter, das ist dieses Ghee, einen Naturkornreis und natürlich, was benötigt wird, ist ein Streichholz, um das Feuer zu entzünden. Und natürlich brauchen Sie eine Funkuhr, entsprechend auch eine Berechnungstabelle für die Koordinaten, wo die Sonne tatsächlich auf- und untergehen zu scheint. Das ist jetzt eine Berechnungstabelle. Und was Sie noch benötigen, ist eine Wort-Klang-Kombination in Sanskrit, die dann entsprechend gesprochen oder gesungen wird. All diese Materialien haben heilende Wirkungen auf die Atmosphäre. Alleine dieses Gefäß dient wie eine Art Katalysator. Da werden bestimmte Energien gebündelt, die von der Sonne wieder abgestrahlt werden und von der Pyramide wieder hinausgestrahlt werden in den Äther. Vom Kudung wird beschrieben in den vedischen Schriften, auch in Ayurveda, dass es ein Allheilmittel ist in Richtung Reduzierung auch radioaktiver Strahlungen. Kudung enthält einen Penicillin-ähnlichen Stoff, also er wirkt antibakteriell.
Und in alten Medizinbüchern des letzten oder vorletzten Jahrhunderts kann man sehr viele Wirkungen nachlesen, wie Kudum zum Beispiel sehr viele Anwendungen fand. Ich hatte gestern Abend einen kleinen Vortrag in der Nähe von Frankfurt. Da hatte ich die kleine Geschichte erzählt, wie ich als 6-jähriger Junge auf dem Land im Allgäu Zeuge war, wie ein Landwirt morgens um 4 Uhr betrunken, getragen nach Hause gebracht wurde. Man hat ihn bis auf die Unterhose entkleidet, in den Misthaufen gelegt, frischen Dung aus dem Stall geholt und nach ungefähr 1,5 Stunden stand dieser Mann, der vorher nicht laufen konnte, auf den Beinen und war wieder im Stall. Und dann erzählt mir so die ältere Frau, ja, das haben wir mit dem Opa schon gemacht, wenn er nach Hause kam, weil Kudum wirkt entgiftend, der Alkohol oder die toxischen Zustände in allen Ebenen werden durch diesen Kudum quasi herausgezogen. Das war so meine erste Erfahrung, wo ich mit Kudum in Verbindung gebracht wurde. Von diesem Ghee aus ayurvedischer Sicht her wird gesagt, dass es auch eine ganz stark entgiftende Wirkung hat. Also in Ayurveda ist ja bekannt, Ghee einerseits einzunehmen, andererseits als Massageöl zu verwenden. Man kann natürlich mit Ghee auch kochen, das schmeckt wesentlich bekömmlicher, ist auch besser für die Verdauung. Und das alles in Kombination dann noch mit dem Reis, den ich benötige, der so symbolisch auch die Fülle darstellt und im Yin- und Yang-Ausgleich bestimmte chemische Reaktionen durch das Verbrennen mit sich bringt. Und bei Sonnenauf- und Untergang können wir uns das so vorstellen, es ist auf jeder Koordinate ungefähr eine Zeitachse von 4 Minuten, wo die Energien der Sonne auf unsere Koordinate in einer Art Flutwelle kommen. Und genau zu diesem Zeitpunkt wird eine Wort-Klang-Kombination in Sanskrit gesungen, um diesen Resonanzeffekt von den Sonnenstrahlen mit dieser Pyramide in Verbindung zu bringen. Und diese rückständige Asche, die da in diesem Zeitraum entsteht, haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass sich darin 92 Elemente des Periodensystems befinden. Und diese Asche ist dann quasi der Dünger schlechthin für das Feld. Wird natürlich auch in Mittel- und Südamerika ganz stark in der Medizin angewendet. Ja, am Hof, wie gesagt, haben wir dann Infoveranstaltungen das Jahr über. Die im Mai wird wieder eine stattfinden, im Juni. Sie können bei uns gerne ins Internet mal reinschauen. Das wird dann so immer sein, dass wir so 30, 45 Minuten ungefähr über den Inhalt, den ich Ihnen jetzt präsentiere, berichten. Danach gibt es eine Feldführung, da wird genau nochmal gezeigt, wie wir dieses Wissen im Bereich der Landwirtschaft anwenden. Und danach ist die Möglichkeit, dieses Wissen vor Ort in der Praxis zu erlernen. Das kann zum Beispiel dann so aussehen, dass abends, wie gesagt, Sonnenuntergang, die Flamme geht in Korrespondenz mit den Sonnenstrahlen, auch wenn die Sonne nicht sichtbar ist, kommen diese Strahlungen, die von der Sonne abstrahlen, in Verbindung mit dieser Pyramide. Wenn wir viele Besucher haben und jeder sagt, ich möchte das gerne lernen und möchte am Abend bei Sonnenuntergang mit dabei sein, entsteht natürlich auch so ein schönes Bild. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, oder jeder für sich, der mit dabei sein kann, auch diese feinstoffliche Wirkung, die von dieser Feuertechnik ausgeht, direkt einfach zu erfahren und zu spüren. Ja, hier einfach auch nochmal symbolisch. Wir haben eine Energie über das Feuer und eine Energie von der Sonne. Und beides kommt hier irgendwo in Berührung zu einem Austausch. Und diese sogenannte feinstoffliche Energie, die nutzen wir jetzt speziell am Homerhof in der Landwirtschaft. Sichtbar gemacht werden kann dieses Energetische, natürlich auch geschmacklich. Wie hält ein Gemüse sich etwas länger? Sehen Sie hier in dieser Mandala-Strukturbildung. Sie können zum Beispiel mal gerne Biogemüse kaufen oder konventionelles Gemüse. Sie werden in diesem Gemüse kaum eine Struktur finden. Diese Struktur, die oft auch hexagonale Strukturen hat und ein ganz starkes Innenleben, ist überwiegend beim Homerhof-Gemüse sichtbar. Also bei den anderen hat dies bis jetzt in dieser Form nicht wahrgenommen. Wir haben hier zum Beispiel eine Aufnahme, um dieses Feinstoffliche, was während des Sonnenauf- und Untergangs geschieht, auch messtechnisch zu zeigen. Das ist eine sogenannte GDV-Aufnahme oder eine verbesserte Abwandlung der sogenannten Kirlian-Fotografie. Diese Aufnahme ist entstanden bei einem Heilpraktiker auf der Schwäbischen Alb. Wir hatten ihn damals gebeten, er möge 2, 3 Patienten, denen es energetisch nicht gut geht,
ungefähr eine halbe Stunde vor der Feuertechnik mal energetisch zu messen, was alles da ist. Das wäre das linke Bild. Und dann ungefähr so eine Viertelstunde nach der Feuertechnik nochmal eine Aufnahme durchzuführen. Und Sie sehen hier ganz deutlich, dass sogenannte Energielücken nach der Feuertechnik geschlossen sind. Und der Heilpraktiker kann natürlich entsprechend jetzt interpretieren, was das im Einzelnen auf Organsysteme bedeutet, wo feinstofflich schon mal ein Leck da ist, was Sie vielleicht später in 4, 6 oder 8 Wochen auch als körperliche Krankheit irgendwo dann letztendlich ausdrückt. Also wir haben im Schnitt, im Durchschnitt einen Energiezuwachs mit einem einzigen Feuer, entweder bei Sonnenauf- oder Untergang, von ungefähr 120%. Ja, also wir können uns damit energetisch richtig aufladen. Und der Heilpraktiker erzählte uns, dass diese Energie ungefähr 3 Tage angehalten hat. Danach geht das Bild wieder zurück in die alte Struktur. Dass das sich natürlich auf Gemüse in erster Linie auch ausdrückt, dass Gemüse einfach mit dieser Homa-Technik zur Energetisierung des ganzen Systems ausdrückt, sehen wir zum Beispiel hier in solchen Sellerieknollen oder natürlich dann auch im Homa-Hof Gemüse, ob Sie dann jetzt Fenchel haben, Tomaten, Zwiebeln oder rote Beete. Das Gemüse wird immer etwas mehr strahlen als ein anderes Gemüse, es ist länger haltbar, es schmeckt völlig anders, eine Homa-Hofmöhre verglichen mit anderen Möhren hat einen völlig anderen Geschmack. Wir sehen hier jetzt mal in der Schubkarre links ein Prinzip von dem sogenannten Königsprinzip, was Horst Heigl entdeckt hat in der Pilzzucht vor vielen Jahren. Er hat einfach beobachtet, wenn man einen Pilz schneidet, wenn er noch nicht seine optimale Größe erreicht hat, dann hören die anderen Pilze auf, weiter zu wachsen, weil der größte ist genommen worden und alle anderen werden diesem einen Vorbild nicht mehr folgen. Und als er mal einen Pilz hat auswachsen lassen bis zu seiner optimalen Größe, den man auch noch ernten und essen konnte, ist ein Steinpilzägerling von ungefähr 1100 Gramm von einem Ballen gezüchtet worden. Und die anderen Pilze, die danach kamen, die sind zwar nicht so groß und schwer geworden, aber sie haben zumindest versucht, diesem sogenannten Königsprinzip nachzueifern. Und wir haben jetzt auch mal dieses Prinzip bei uns auf dem Feld in Anwendung gebracht mit der Homa-Landwirtschaft und haben festgestellt, dass wir also zum Beispiel diese eine rote Beete, den König, bis zu seiner optimalen Größe haben heranreifen lassen. Das waren 3,75 Kilo. Und die anderen wogen so zwischen 900 Gramm bis zu einem Kilo. Ja. Und hier im rechten Bild sehen wir eine Möhrensorte, die sollte an sich nur knappe 16 cm groß werden, weil wir mit unserem großen Gemüse auf dem Markt immer Probleme hatten, was zu verkaufen. Da kommt eine Frau und sagt, ja, ich bin alleinstehend, ich bräuchte bitte 500 Gramm Möhren. Und wenn eine auf die Waage gelegt wird, sind es halt stellenweise schon 800 Gramm gewesen oder stellenweise ein Kilo. Und dann hatten wir extra Samen und Saat geholt, wo wir wussten, die wären vielleicht so ungefähr 16 cm bei unserer Lieblingsgröße für den Markt gewesen. Aber Sie sehen, die wogen dann eine auch so 700, 800 Gramm. Die schwerste war 1,2 Kilo, das war der König in dem Fall. Ja, dieses Königsprinzip wenden wir an. Das sieht dann bei uns einfach so aus. Wenn wir 100 rote Beete oder Kohlrabi gesetzt haben, werden wir nach 2 Wochen ungefähr 1 oder 2 Pflanzen auf dem Feld so beobachten können. Das fällt einem sofort ins Auge. Aha, mehr grün, größer, breiter. Das ist der sogenannte werdende König. Der wird entsprechend mit einem Krönchen markiert und immer wenn wir aufs Feld gehen, haben wir schon mental mit diesem König Verbindung. Und wenn die, sag ich mal, ein Aschepräparat hingebracht wird oder auch mal eine Brennnesseljauche oder wenn gejätet wird, dann wird zuerst der König bevorzugt. Und dann kommt erst der Rest der Mannschaft oder in dem Fall vom Gemüse. Und den lassen wir stehen, bis er seine optimale Größe hat. Also jedes Jahr haben die so um die 2 bis knapp 3 Kilo die Könige erreicht. Kann jeder von Ihnen im Garten mal ausprobieren. Geht bei Salat nicht ganz so optimal, weil der ist ja in 6 bis 8 Wochen gewachsen. Aber mit Wintergemüse oder bei Kohlrabi sieht man es auch noch.
Ja, wie gesagt, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind auch ein Verein, Verein für Roma-Therapie. Wir hatten zu Beginn 1988 so um die 60 Mitglieder. Wir sind heute etwas mehr als 60 Mitglieder. Wir haben auch Fördermitglieder mittlerweile. Jeder von Ihnen kann, wenn er möchte, auch Mitglied werden und einfach sagen, dieses Projekt möchte ich gerne unterstützen. Wir freuen uns natürlich, den einen oder anderen auch mal am Roma-Hof sehen zu dürfen, zu können, damit Sie vor Ort auch einfach sehen, wie wir mit unserer Erde umgehen und wie wir das umsetzen mit dieser Roma-Therapie. Eine ganz wichtige Rolle spielt, weil ja vorher das Thema Kuddung angesprochen wird, natürlich die Kuh, weil die Kuh liefert für diese Feuertechnik die zwei wichtigsten Materialien, das ist der Kuddung und natürlich aus der Milch, die dann zu Butter wird, wird das Ghee hergestellt. Wir selber am Hof haben keine Kühe, der Roma-Hof liegt jetzt knapp einen Kilometer von diesem Bild hier entfernt, aber wir sind oft auf den Kuddungweiden von unseren benachbarten Landwirten und führen auch mit den Kühen dann quasi die Agnihotra-Feuerzeremonie durch und geben dann entsprechend die Asche auch hier und da mal in die Wasserfässer, dass die Kühe dieses energetische Wasser trinken. Und wenn es Probleme geben sollte im Stall, versorgen wir den Landwirt auch mit der Asche, damit er das medizinisch einsetzen kann. Am Hof sieht es dann in den nächsten Tagen so aus, dass wir also intensiv mit der Trocknung von Kuddung auch soweit beschäftigt sind, weil wir haben einen Online-Shop, also jeder, der sagt, ich möchte gerne diese Technik lernen, kann bei uns im Shop die Materialien dazu kaufen. Und wir benötigen momentan um die 2 Tonnen Kuddung, die getrocknet sind, die im letzten Jahr sogar in 17 Länder verschickt worden sind. Da war auch Israel und Dubai dabei, also die außerhalb von Europa lagen. Diese Menschen waren nie bei unserem Hof, haben das im Internet gesehen und haben gesagt, möchte ich selber vor Ort, wo ich mich gerade aufhalte, durchführen. Ja, jetzt ist ein wesentlicher Bestandteil natürlich diese rückständige Asche. Die wird bei uns am Hof entsprechend verarbeitet, gesiebt und im Internet können Sie dann nachlesen, auf so und so viel Liter Wasser wird so und so viel Gramm oder Teelöffel von dieser Asche benötigt. Es geht hier mehr so um einen feinstofflichen Aspekt. Es ist nicht so, dass wir pro Hektar so und so viel Kilo benötigen, sondern da geht es mehr so um homöopathische Dosen. Wir haben die Asche mal insofern analysieren lassen, weil es uns interessiert hat, wie hoch ist denn der Magnesiumgehalt, Phosphor- oder Kaliumgehalt. Und natürlich auch der pH-Wert war für uns interessant, weil ja doch zunehmend die Böden sauer sind oder einen niedrigen pH-Wert haben. Und auch der Magnesiumgehalt ist bekannt, ist weltweit sehr niedrig. Auch die Nahrung, die wir zu uns nehmen, hat wenig Magnesium. Und jetzt alleine in 100 Gramm von dieser rückständigen Asche haben Sie diese Wertigkeit, pH-Wert von 10,3. Das heißt also, die Asche wirkt sehr entgiftend, wenn ich die täglich einnehme. Radioaktivität kann ich damit aus dem Körper auch rausbringen. Und was interessant ist, ist der Magnesiumwert von 570 Milligramm pro 100 Gramm. Ich bin mal losgezogen in einen sogenannten Baumarkt, wo ich auch Düngemittel kaufen kann, so Guano-Dünger, und haben mal geschaut, welche Wertigkeit die haben. Die liegen so im Schnitt bei 1200 Milligramm Phosphor, Kalium ungefähr auch 1300, Magnesium oft nur 125 Milligramm und pH-Wert liegt meistens so bei 6 bis 7 in einem Dünger, den ich irgendwo kaufen kann für Gartenanwendungen. Ja, wie gesagt, wir gehen mit unserem Gemüse auf den Markt. In den ersten 2 Jahren hatten wir relativ Probleme mit dem Verkauf, weil das Gemüse, also auch Wirsing, hat den Durchmesser von knapp 1 Meter gehabt. Rote Beete, wie Sie vorher gesehen hatten, Salate auch extrem groß. Und in den ersten beiden Jahren hatte uns die Kundschaft auf dem Markt nicht abgenommen, dass es unter rein biologischen Umständen gezogen wurde, weil unter Homa konnte sich vor 25 Jahren noch niemand etwas vorstellen. Wir sind damals dann einem ökologischen Kontrollverein beigetreten. Dieser Herr ist unangemeldet die Jahre über an den Hof gekommen und hatte an für sich nichts anderes im Sinn, als 2-3 Stunden in den Wirtschaftsgebäudenräumen nachzuschauen, wo liegt denn das Geheimnis des Düngers, was diese Gemüseproduktion vorantreibt. Nach 5 Jahren hat er kapiert, okay, Roma-Hof, Feuertechnik und Asche, das ist der Dünger.
Ja, wir haben auch Bienen am Hof. Die meisten von Ihnen kennen die Problematik. Seit dem Jahre, glaube ich, 2013, sind jetzt knapp 10 Jahre her, ist also die Reduktion der Bienenvölker drastisch zurückgegangen. Ich kenne jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber irgendein Imker hat mir erzählt, dass so ungefähr 60% in den letzten 10 Jahren weltweit der Bienenbestände zurückgegangen ist. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, mit der HOMA-Anwendung auch die Bienenvölker wieder so zu stärken, weil die auch angewiesen sind auf, ich sage jetzt mal, elektromagnetische Frequenzwellen, die mittlerweile durch Handymasten, durch Chemtrail-Sprühungen auch durcheinander gebracht werden. Und mit unserer Frequenzwelle über das Feuer können wir das einigermaßen wieder ausgleichen. Wir hatten jetzt in der jetzigen Überwinterung 0 Verluste an Bienen gehabt, von insgesamt 16 Völkern. Ich habe mit anderen Imkern gesprochen, die sprachen so von 30, 40 bis 50% Verlust. Also hier ist HOMA auch eine Hilfe für die Bienenvölker. Hier sehen Sie mich zusammen mit Dr. Emoto, ist für den einen oder anderen sicherlich ein Begriff. Ein Freund von mir, Helmut Ratschiller aus Südtirol, hat über Jahre hinweg Wasseraktivierung vorgenommen mit der Agnihotra-Feuertechnik, mit der Asche. Und Helmut Ratschiller war auch auf der Insel Patmos und hat an einer bestimmten Stelle Agnihotra durchgeführt, diese Asche ins Emoto-Labor geschickt, und es ist aus dieser Agnihotra-Feuertechnik der erste Achteckkristall überhaupt entstanden, den Emoto jemals gesehen hat. Und man beachte noch das Innenleben von diesem Kristall. Es ist ja nicht nur eine Form, sondern da steckt sehr viel Liebe, sagt er drin, sehr viel Demut, sehr viel Frieden. Das ist für einen Emoto so ein Symbol, dass das etwas ganz Lebendiges ist, auch diese Feuertechnik. Und messtechnisch kann man natürlich auch nochmal sehen, diejenigen, die sich vielleicht schon mal mit Bodies-Einheiten oder sowas beschäftigt haben, wir können also nachweisen, außer diesen GDV-Messaufnahmen oder Kilian-Fotografie, dass während des Feuerungsvorganges und während dem Sonnenauf- oder Untergang und noch kurz danach die Bovis-Kurve relativ nach oben steigt und etliche Minuten, also gute 10, 15 Minuten auf einem ganz hohen Energielevel bleibt. Und alle, die um dieses Feuer stehen und selbst im Umkreis von 1,5 Kilometern, bekommen diese Energie ab, ob sie es merken oder nicht. Auch messtechnisch könnte man das GDV mit diesen GDV-Aufnahmen nachweisen. Hier sehen Sie nochmal eine Kilian-Fotografie, ungefähr eine Viertelstunde vor Sonnenuntergang und dann eine Viertelstunde nach dem Feuer. Und diese Aufnahme ist damals vor vielen Jahren in der Schweiz entstanden bei einem Heilpraktiker. Man hatte den Heilpraktiker gebeten, einige Patienten einzuladen, Aufnahmen vor der Feuertechnik durchzuführen und danach. Aber wichtig war auch mal für uns, diesen Personen nicht zu sagen, dass 1 oder 2 Stockwerke tiefer jemand vom HOMA-Hof da ist, der gerade eine Feuertechnik durchführt, sondern wir wollten wissen, welchen Einfluss hat das auf Personen, auch quasi durch Wände hindurch. Das wollte man damit eigentlich zeigen. Und Sie sehen also einen deutlichen Unterschied. Der Heilpraktiker hat damals gesagt, also jetzt schicke ich alle Leute quasi zum HOMA-Hof, weil energetisch kriegen sie da so viel Energie, das kann ich mit meiner Homöopathie oder mit den Bachblüten in dieser Form für diese Patienten gar nicht herstellen. Dann gibt es natürlich weltweit Projekte mit dieser HOMA-Therapie, auch in ganz, ganz großen landwirtschaftlichen Gehöften, wo es denn um 100, 200, 400 Hektar geht, natürlich auch bei Monokulturen. Hier ist jetzt mal der Regen auch ausgeblieben, der El Niño. Dann sind die Avocado-Bäume 1 Jahr lang ohne Blätter gewesen. Und es wäre eine Missernte oder ein finanzieller Verlust gewesen für diese Landwirte. Man konnte denn durch Anwendung dieser HOMA-Therapie innerhalb von wenigen Monaten die ganzen Bäume wieder rekultivieren. Und es sind sogar Rekordernten dabei entstanden. Und auch bei Geschwüren, bei Tieren, jetzt hier wie bei diesen Rindern, die hatten so eine Art Krebsgeschwür. Und das Veterinäramt hatte gesagt, wenn innerhalb von 6 Wochen diese Tiere nicht geheilt werden können, weil ja dann auch eine Seuche oder eine Epidemie ausbrechen kann, müsste man diese Tiere notschlachten, falls es keine Lösung gibt. Man hat dann diese Agnihotra-Feuertechnik im Stall auch durchgeführt, den Tieren die Asche ins Trinkwasser und ins Fressen gegeben und natürlich die Wunden mit Ghee und mit Asche eingerieben. Und dann sehen Sie nach 30 Tagen den Erfolg.
Hier sehen Sie den Albert, eine Zimmerpflanze, die auch monatelang keine Blätter mehr trug. Und dann nach Anwendung von täglich 25 Mal Agnihotra morgens und abends Albert wieder in den Frühling gekommen. Ja, können Sie die Frau erkennen, links? Eine Nonne. Gut, ich kenne ihren Namen auch nicht, aber eine Nonne. Auf den Galapagos-Inseln, da gibt es eine ganz kleine Kapelle, dort kommen manche Touristen hin und diese Schwester Maria, nehme ich mal an, wurde mir gesagt, heißt sie, praktiziert quasi morgens und abends diese Feuertechnik und lädt den Besucher ein, das zu erlernen vorher und wenn der Zeitpunkt entsprechend ist, dann auch die Feuertechnik durchzuführen. Hier im Bild links sehen Sie Dr. Abel Hernandez, der hatte uns vor ungefähr 14 Tagen am Homahof besucht und in einer dreistündigen PowerPoint-Präsentation gezeigt, wie er um die halbe Welt reist. Er kam gerade von Indien zurück, ist jetzt momentan schon wieder in Florida, ist aber sehr viel auch in Mittel- und Südamerika unterwegs und überwiegend auch bei Ärzten, in Kliniken, in Gesundheitshäusern, um dort einfach zu zeigen, was auch machbar ist mit diesem alten Wissen aus Ayurveda, um den Menschen zu helfen bei Krankheiten wie AIDS, bei Krebs, bei Suchtproblemen und so weiter. Und er kennt einige Ärzte, die haben innerhalb von 3-4 Jahren so um die 40.000 bis 60.000 Menschen mit diesem HOMA-Verfahren quasi behandelt oder auch geheilt. Und es geht immer so vonstatten, dass er den Menschen sagt, ich kann euch eine Medizin verabreichen, die kostet so und so viel Pesos, oder ihr nehmt diesen Agnihotra-Feuertopf mit, oder den ihr dazu benutzen könnt, Kudung, Ghee, Reis habt ihr selber, weil ihr das in der Landwirtschaft habt, und wenn ihr in 6 Wochen keine Ergebnisse habt, bringt ihr mir diesen Kupfertopf wieder zurück. Und wir wissen jetzt auch vom Abel, dass innerhalb von 2-3 Jahren niemand von diesen Menschen diesen Agnihotra zurückgebracht hat, weil es einfach für die Menschen gut war, den zu haben, die Medizin herzustellen und entsprechend die Asche in der Landwirtschaft zu verwenden. Hier sehen wir zum Beispiel so ein, ich sage immer ein Gesundheitshaus dazu, wir wollen ja positiv denken heute und nicht das Negative dem Ausdruck geben. Da wird also auch in Krankenhäusern, so oft es geht und so viel es geht mit den kranken oder werden gesundenden Menschen, wird diese Feuertechnik durchgeführt, damit auch möglichst viel Asche zur Verfügung steht, um die spezifisch für die Entgiftung einzunehmen. Hier sehen Sie die Friedensbewegung. Das sind keine alkoholisierte Soldaten, aber die leiden unter einem Suchtproblem, also schon in Richtung heroinabhängig oder morphiumabhängig. Und man hat sehr viele, auch mit dem Dr. Abel, Experimente mit der Homatherapie durchgeführt und hat festgestellt, dass mit dieser Therapie innerhalb von 3 bis 4 Monaten diese Menschen, das war eine Gruppe von 25 insgesamt, von der Droge völlig runtergekommen sind, mit einem ganz kleinen finanziellen Einsatz. Wichtig war, dass diese Technik bei so einem Auf- und Untergang nach Möglichkeit von jedem selber dann durchgeführt wird, damit er die rückständige Asche zur Verfügung hat zum Einnehmen. Ja, wie gesagt, wir am Hof sind bemüht, unser Wissen weiterzugeben, einerseits durch Presseveröffentlichungen, über Vorträge, natürlich jetzt hier, dass ich hier sein kann, denke ich, geht es auch etwas mehr durch den Äther. Die Durchführung kann man heute Abend eventuell erleben, ob wir die Sonne sehen oder nicht, die Frequenzen sind entsprechend da. Und wir haben immer so dieses Motto, dass eben Agnihotra die Möglichkeit bietet, das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen. Wir können damit gleichzeitig die Atmosphäre reinigen, wir können den Boden, das Wasser reinigen, wir können Einfluss auf unsere Psyche nehmen. Die Feuertechnik hat im Umkreis von ungefähr 1,5 Kilometern eine Auswirkung, eine feinstoffliche, was wiederum auf unser Gemüt zurückzuführen ist. Wir können das Prana, die Lebensenergie, auf einen höheren Energielevel bringen. Und natürlich habe ich mit dieser Zeremonie morgens und abends durchgeführt einen relativ großen Effekt, ja, und kann damit sehr viel bewirken. Ja, wir haben sehr viele Infoveranstaltungen in diesem Jahr natürlich. Ich selbst bin jetzt anlässlich des 25-jährigen Bestehens vom HOMA auf Heiligenberg
dem Europäischen Zentrum von Förderung von Agnihotra, auch auf Vortagsreisen. Also nächste Woche werde ich 2 Tage in Stuttgart sein, Schwäbisch Hall, dann steht eine Österreich-Tour an von Salzburg über Wien, über Villach und Innsbruck-Feldkirch. Also Sie können dann bei uns im Internet die aktuellen Veranstaltungstermine einfach mal durchschauen. Und vielleicht bekomme ich heute insofern Kontakte mit dem einen oder anderen, der vielleicht sagt, könntest du in meine Gruppe mal kommen? Ich habe auch eine Gruppe irgendwo hier. Und dann werde ich das versuchen, je nachdem, wenn es bis Bremen oder Hamburg hochgehen sollte oder Berlin, dass auf dem Weg dorthin noch 2, 3 Möglichkeiten bestehen. Ja, insofern sage ich jetzt erstmal ganz herzlichen Dank. Ich denke, die 45 Minuten bin ich durch. Vielen Dank. Sehr schön. Danke. Und wie gesagt, die Möglichkeit besteht dann heute Nachmittag ab 15 Uhr. Diejenigen, die Interesse haben, mehr über dieses Wissen zu erfahren. Ich habe auch einfach Flyer dabei, die hier auslegen, können Sie gerne mitnehmen. Und ich bin heute und morgen auch Ihr Ansprechpartner. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmidt.